Auch von meiner Seite aus herzlich willkommen zum 10. Print Day. Willkommen zum zweiten Tag unseres Jubiläumstags. Wie es Robert schon gesagt hat, die einen hatten eine kurze Nacht, weil sie auf dem Abendevent waren, die anderen hatten eine kurze Nacht, weil sie angereist sind. Deswegen werden wir natürlich heute auch ein bisschen das interaktiv gestalten, auch mit ein bisschen Bewegung für uns alle. Wer hat schon mal einen Vortrag von mir gehört? Da soll mal kurz die Hand heben. Ah, Überraschung. Was passiert denn da so typischerweise? Filmquiz. Ich muss euch enttäuschen, heute gibt es kein Filmquiz. Nein, auch kein Hostogramm, aber ich habe was mitgebracht. Ein süßes, kleines Phrasenschwein. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal einen Doppelpass angeschaut hat. Also wenn so eine Phrase kommt, dann muss man da so 5 € reinlegen, so wie vor dem Spiel ist nach dem Spiel oder irgendwie so Dinge. Und das spielen wir heute. Ihr müsst aber nichts reinwerfen. Wenn ihr auf den Folien eine Phrase seht, also ihr sagt, das habe ich jetzt schon 1000 Mal gehört, dann steht ihr auf. Aufgrund der Größe des Raums, nicht brüllen, aber doch lauter sagen, Phrase. Dann gibt es dafür so eine limitierte Prinzvi-Tasse. Die sind limitiert, die haben auch eine Nummer. Da gibt es so 200 Stück davon. Ich bin mir nicht sicher, wie viele überhaupt noch da sind. Also wir haben hier 12 Stück, glaube ich. Bekommt ihr tolle Tassen. Aufrufen, Phrase brüllen. Es gibt eine beziehungsweise 2 kleine Ausnahmen, was nicht als Phrase gilt. Ich werde auch die heute stattfindenden Vorträge kurz erläutern. Die Titel sind natürlich meistens komprimiert, deswegen, also was ihr auf den Folien seht, bei den Vortragstiteln, die sind von dem Phrasenspiel ausgenommen. Und das Zweite, was ausgenommen ist, ist Print mit einem I und mit 2 Is. Welcome back, nach 18 Monaten purer digitalen Kommunikation. Und ihr seht, manche der Folien haben gar keinen Text zum Thema Phrasen. Ich weiß es nicht, wie es euch ging, also ich habe auch das Feedback gestern von vielen Leuten gehört, endlich mal wieder menschliche Kommunikation, man trifft sich nach 18 Monaten mehr oder weniger Homeoffice, Lehrer, Besprechungsräume und einem Zoom oder Teams-Meeting nach dem anderen. Das hat sicherlich viel mit uns gemacht und Corona ist sicherlich auch ein Digitalisierungsbeschleuniger und das wird ja nicht zurückgedreht, sondern es werden viele Dinge neu bewertet. Aber was haben wir gelernt nach 18 Monaten Digitalisierung? Ich finde, das Wichtigste ist, man muss es einfach nur wollen. Also wenn ich jetzt als Softwareunternehmen mit verteilten Entwicklungsteams, waren wir schon immer digital aufgestellt, von daher gesehen war das für uns nicht so ein großer Veränderungsprozess, aber bei vielen unserer Kunden, die wir beobachten, wo es unmöglich erschien, dass man per Remote kommuniziert oder dass Kunden Homeoffice-Regelungen haben, also viele Dinge, die über Jahre als völlig unmöglich galten, waren mit einem Fingerschnipp plötzlich möglich. Man hat es nur wollen und an der einen oder anderen Stelle einfach hoch müssen. Wir haben da so einen Kunden gehabt, der hat sich, wir haben das so ein bisschen mitbekommen, die IT hat sich, ich glaube, 7 oder 8 Jahre geweigert, Teams oder irgendwo was einzuführen. Dann war es plötzlich nach 3 Wochen möglich. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung oder wie ihre Erfahrung ist. Man muss es einfach nur wollen. Natürlich gibt es heute viel, viel mehr digitale Kommunikation. Viele Events sind ausgefallen, viele Messen wurden abgesagt. Viele Kunden haben natürlich auch gesagt, machen wir nochmal einen Printkatalog oder setzen wir aus oder wir müssen mehr digital machen.
ist so ein bisschen meine persönliche Erfahrung, habe die auch gestern mit einigen geteilt und da habe ich das ähnliche Feedback bekommen. Es gibt vor allem in der B2B-Kommunikation viel mehr digitale Kaltakquisition. Wenn man sich dann Xing oder vor allem LinkedIn anschaut und dann guckt, wie da die Marketing-Automatisierung mich versucht, als Kunden zu gewinnen, kann an der einen oder anderen Stelle nicht funktionieren. Also wir haben mehr digitale Kaltakquisition und in vielen Unternehmen und in vielen Prozessen wurden dann natürlich auch digitale Schwachstellen offensichtlich. Auch bei uns, das hat man dann natürlich, weil man es dann wollte oder musste, natürlich behoben, aber man hat da auch in den Prozessen sehr viele Schwachstellen gefunden, auch bei Kunden. Da hat sich dann letztendlich auch gerecht, dass häufig auch digitale Abstimmungsprozesse nicht etabliert wurden. Also da hat man dann noch das PDF rumgeschickt oder man hat es noch ausgedruckt. Plötzlich waren alle in Homeoffices, da hat es plötzlich nicht mehr so funktioniert. Also auch in den Publishing-Prozessen wurden dann eigentlich digitale Schwachpunkte sehr offensichtlich. Und in vielen Fällen dann auch sehr schnell behoben. Und das ist so ein bisschen auch die Conclusio. Es gibt einfach jetzt mehr Bereitschaft für Digitales, mehr Bereitschaft für digitale Prozesse. Und das ist erstmal zu begrüßen. Und was natürlich auch passiert ist, dass man, weil man nicht auf Messen gehen konnte, auch dann hat man weniger Print gebraucht, dann findet natürlich auch heute eine Neubewertung von den Print- und Offline-Touchpoints statt. Auch bei uns. Haben wir gesagt, machen wir noch einen Print-Day, machen wir das alles digital. Also diese ganze, ich sag mal, über Jahrzehnte eingeprägte Kommunikationsstrategie ist völlig neu bewertet oder wird derzeit neu bewertet. Ist ein Statement von einem Kunden, ist kein Scherz, das ist ein Originalzitat eines Kunden. Und nach unserem Beratungsmandat haben sie entschieden, so gesehen differenziertes und somit mehr Print zu machen. Aber das ist so eine Frage, die auftaucht und was erzählt uns diese Frage, was will sie uns berichten? Das eine ist, dass diese Frage natürlich vollständig motiviert ist aus einem Silo-Denken. Also, wir haben das Online-Silo, häufig auch noch das Silo für die sozialen Medien, dann haben wir das Offline-Silos und diese Silos kämpfen natürlich um Budgets. Das ist ganz offensichtlich und bei vielen der Kunden, die wir kennen, ist noch nicht organisatorisch etabliert, dass es einen Verantwortlichen gibt, einen Kanal, übergreifenden verantwortlich für die Customer Journey. Also der dafür verantwortlich ist, die Kommunikation in den einzelnen Kanälen auf den einzelnen Touchpoints zu orchestrieren. Also so ein Statement ist sehr, sehr typisch, wenn das Silo-Denken stark ausgeprägt ist. Und natürlich Print und die Funktion von Print und die Notwendigkeit von Print-Touchpoints wird natürlich in Frage gestellt mit solchen Formulierungen. Und es geht natürlich um Kosten. Und dazu haben wir einen Vortrag von Frau Meloschik. Da geht es darum, wie man Kosten im Multi-Channel-Publishing einsparen kann. Nochmal zurück zur Digitalisierung. Frage, habt ihr das mit dem Phrasenschwein verstanden? Wer hat gerufen? Nina? Also, das ist natürlich eine Phrase. Natürlich geht es um Digitalisierung. Und jetzt kommt die nächste Phrase, aber nicht auf der Folie. Change Management. Und ich denke, diesem Statement werden sehr viele folgen. Change Management ist die Voraussetzung für gute digitale Prozesse oder
der Klassiker, digitalisierst du einen Scheißprozess, hast du einen scheiß digitalen Prozess. Die ja, okay, gib ihm mal eine. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die folgenden Vorträge, die es um, wo es um genau diesen Change-Prozess geht, nicht phrasenbeladen sind. Das erste ist Manchmal menschelt es von Thomas Borkowski und Michael Giesen. Dazu habe ich, also ich habe mir überlegt, ob ich bei diesem Vortrag einen Warnhinweis versehen soll. Weil ich war in der Pandemie dreimal bei Kunden und in einem war ich, habe ich mich mit Thomas Borkowski getroffen von Bofrost und da gab es Vertragsverhandlungen. An dem Punkt der Vertragsverhandlungen haben wir festgestellt, dass wir nicht formal technisch weiter verhandeln können. Und dann haben wir uns ein bisschen überlegt, was wir machen. Und dann meinte Herr Borkowski, dann erzähle ich Ihnen was von Bofrost. Ist ja gar nicht, schadet ja gar nicht, dass Sie unser Unternehmen kennen. Und dann hat er eine super Präsentation gehalten. Ich bin dann aus der Vertragsverhandlung rausgegangen und dachte, hey, ich muss Bofrost-Kunde werden. Das war der Warnhinweis. Also fantastischer Vortrag, warum Bofrost-Produkte ziemlich cool sind. Ein weiterer cooler Vortrag zu dem Veränderungsprozess aus einer völlig anderen Perspektive ist, Innovation ist Herzenssache. Häufig wird Innovation so als technisches Paradigma betrachtet, dass es alles so technologisch und technokratisch ist, aber häufig funktioniert Innovation dann, wenn Menschen dahinter stehen und ihren Enthusiasmus und ihre Energie einsetzen. Deswegen freue ich mich sehr. Häme, bist du schon da? Ah, ganz hinten. Freue ich mich auf Häme Ulrichs Vortrag, Innovation ist Herzenssache. Und Dietmar Rietsch von PIMCO, das magische Dreieck der Digitalisierung. Leider kann Dietmar Rietsch nicht persönlich teilnehmen, weil er hatte vor Freitag, glaube ich, einen Corona-Fall in der Firma. Er macht das remote, wird das gestreamt und übertragen. Also drei Vorträge, wo es um diesen Change-Prozess geht, wie man den managen kann, wie man damit umgehen kann im Bereich der Digitalisierung. Lasst uns Printkataloge abschaffen, wir müssen in SEO investieren. Das bringt uns natürlich zu der Frage, benötigen wir Print in Zukunft und falls ja, in welcher Form? Da freue ich mich, dass wir drei Award-Gewinner dafür, dafür begeistern konnten, darüber Vorträge zu halten. Einerseits Herr Wozniak von WAGO. Herr Wozniak wird berichten, wie so erstmal Publishing gedacht wird bei WAGO, ein sehr, sehr stark digitalisierter Prozess. Dann wird Timo Zimmermann, gestriger Awardgewinner für digitales Publishing-Projekt, erzählen, wie die Integration Print aus einem digitalen Projekt, aus einem digitalen Ansatz aussieht. Und Jürgen Mayer von Hoffmann Werkzeuge wird uns berichten, alles bleibt, aber irgendwie doch nicht, sondern ganz anders. Da freue ich mich darüber, dass Hoffmann auch einfach seine Gedanken rund um, wie sich Kataloge und andere Printkommunikation entwickeln wird, das mit uns teilt. Also drei Award-Gewinner, die darüber sprechen, wird es in Zukunft noch Print geben und falls ja, in welcher Form? Ja, das Product Experience, Customer Experience, das wird sicherlich in diesen drei Vorträgen, wie sich Print entwickelt, auch ein zentraler Punkt sein. Und dazu haben wir generell zu der Product Experience haben wir auch zwei Vorträge, nämlich wie sich das verändern wird
die Geschichten erzählen, das Storytelling, die Darstellung von ganz anderen, nicht nur nackten Produktcontent und welche Auswirkungen das auf die Print-Touchpoints haben. Und von Stefan Albers einfach mal ein paar Ideen rund um Product Experience für die Digitalisierung. Was braucht man denn für eine Product Experience? Also das ist ja in all diesen Vorträgen so ein Automatismus. Da kommt dann so die Biegung, wir brauchen gute Product Experience, gute Customer Experience, ihr braucht Content, also müsst ihr euch um Content kümmern. Das ist ja so eine typische Argumentationslinie. Trotzdem ist Content von elementarer Bedeutung und haben da auch zwei Vorträge, einen von Thorsten Hamann über Scheitern für Anfänger und Fortgeschrittene, Tassengewinner schon heute. Und dann von unserem Platin-Sponsor Zellum, wie man mit Zellum effizient Content erstellen kann. Und da geht es natürlich auch mehr um emotionalen Content als und weniger um, ich sag mal, nackte Produktdaten, Produktattribute. Dieser Satz ist angelehnt an dem Mantra des Digitalen, es wird alles digitalisiert, was man digitalisieren kann. Unser Geld wird digitalisiert, unsere Gesundheit wird digitalisiert, unsere Kommunikation wird digitalisiert, alles wird digitalisiert. Würde ich Zuspruch oder Widerspruch bekommen, wenn ich sage, digitale Kommunikation wird immer personalisierter, individualisierter, ist kontextbezogen und ist mehr oder weniger on demand. Wer kann diesem Statement folgen? Hebt die Hand. Danke. Jetzt getraut sich wahrscheinlich keiner bei der Gegenprobe die Hand aufzuheben, weil dann würde ich fragen, hey, warum siehst du das anders? Aber trotzdem machen wir die Gegenprobe, die Mutigen. Man muss sich genau darüber Gedanken machen, was wir automatisieren wollen, und das ist die Content is King Folie. Das heißt, wenn unsere Kommunikation häufig individueller, on demand und kontextbezogen sein wird, sind wir gar nicht mehr in der Lage, jeden Content manuell zu erstellen, zum Beispiel einen Text. Weil ich kann einen Text schreiben, gut, ich kann dann einen für Print schreiben, ich kann einen für Online schreiben, ich kann ihn vielleicht für ein oder zwei Zielgruppen schreiben und noch in zwei oder drei Längen. Aber dann bin ich eigentlich schon am Ende mit 8 oder 10 Textkonserven für ein einzelnes Produkt. Jetzt kann, genau wie Sie es formuliert haben, die Entscheidung sein, das ist ausreichend für mich. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, dass man sagt, na, wir wollen mehr on-demand publizieren. Sprich, wir wollen vielleicht einen Text haben im Kontext des Herbsts oder wir wollen einen Text haben im Kontext eines Anwendungsfalls. Also wenn ich ein Produkt für 10 Anwendungsfälle habe und ich weiß jetzt auf der Website, dass der User nach einem Anwendungsfall gesucht hat, dann muss ich einen Text ausliefern, der nur für diesen Anwendungsfall ist. Und das sind ja alles Kontexte, die ich nicht vorher absehen kann. Und in solchen Fällen muss man in Zukunft das, was man heute vielleicht manuell macht, automatisieren, nämlich diese Texte automatisch zu generieren. Dasselbe gilt auch für Bilder und für viele andere Arten von Content. Und das ist, glaube ich, etwas, was in Zukunft immer eine größere Rolle spielt, weil ich kenne keinen Unternehmen, das sagt, wir haben unseren Content vollständig bearbeitet, alles ist vollständig gepflegt und korrigiert. Also wenn das vielleicht der glücklichste Moment des Unternehmens ist, am nächsten Tag gilt dieses Statement sicher schon wieder nicht, weil man irgendwas nachpflegen muss, ein neues Produkt oder ein neuer Artikel reingekommen ist. Also wird die pure Masse an Content-Erstellung, was ja heute schon der Fall ist, die Organisation überfordern. Es wird immer mehr und immer mehr. Von daher gesehen bin ich schon der Überzeugung, dass
die automatisierte Erstellung von Content eine völlig neue Bedeutung bekommt. Und das ist etwas, worum man sich in Zukunft mehr, mit dem Punkt muss man sich in Zukunft, denke ich, mehr auseinandersetzen. Zu dem Thema Automatisierung haben wir auch noch ein paar Vorträge, auch Award-Gewinner Innovation, nämlich wie man mit einer kleinen Innovation sehr viel erreichen kann, Innovation auf der Print-Comet-Seite, nämlich wie man Layout-Synchronisierung über verschiedene Sprachvarianten macht von A und F und Porsche und dann von SQLi ein Vortrag, wo es ums künstliche Intelligenz geht. Keine Phrase, okay. Was heute eigentlich schon möglich ist und was in der Zukunft möglich ist. Und ich kann da auch nur immer wieder aus meiner persönlichen Erfahrung berichten. Es ist immer wieder erstaunlich, was heute eigentlich geht. Deswegen finde ich das ein super Vortrag, sich damit mal zu beschäftigen. Und last but not least, und wenn man an Helmes Ulrichs Vortrag denkt, dass Innovation Herzenssache ist, finde ich diesen Titel einfach auch nur grandios, nämlich die Verbindung von Automatisierung mit einem sehr emotionalen Wort, nämlich zu der Detailliebe, also wirklich bis, ich will nicht sagen bis aufs letzte Pixel, das werden wir dann in dem Vortrag hören, herunterzubrechen und einfach jedes Detail zu automatisieren, um auch ein bestmögliches, in dem Fall Katalogerlebnis zu schaffen. Freue ich mich auch sehr darauf, auf diesen Vortrag von IGUS und MyView. Diese ganzen Themen, Digitalisierung, was bedeutet Publishing, wie sieht die Zukunft von Print aus, das werden wir alles nochmal zusammenfassen in einer Podiumsdiskussion, die hier stattfindet, moderiert von Tobias Robel von Parsonate. Dabei sind Herr Meyer von Hoffmann Werkzeuge, von Vago, Herr Wossenjak und Stefan Born auch von Parsonate und ich glaube, stehe da auch ein bisschen rum und werde auch noch meinen Senf dazugeben. Also all diese Themen nochmal aus einer völlig anderen Perspektive in einem interaktiven und hoffentlich sehr lebendigen Format in der Podiumsdiskussion. Ich weiß nicht, was die freundlichen Herren Ihnen empfehlen in Ihren Vorträgen. Wenn wir darüber nachdenken, benötigen wir Print noch in der Zukunft, da gibt es sicherlich viele Antworten. Aber, und alle Antworten sind noch nicht klar. Aber möchte ich kurz vorstellen, was uns bewegt und wovon wir zutiefst überzeugt sind, was passieren wird. Und welche Anforderungen wir haben. Wir müssen Printkommunikation messbar machen. So im Retail-Bereich, wenn du Big Data hast und Kundendaten, die glücklichen Unternehmen wissen und können das statistisch nachweisen, dass Print in einer digitalen Kommunikation funktioniert und extrem erfolgreich ist auch Stichpunkt Programmatic Printing. Aber vor allem auch in der B2B-Kommunikation müssen wir einen Mindshift herstellen und auch letztendlich uns mit der Frage auseinandersetzen, wie erfolgreich ist ein Printkatalog. Und wir müssen das messbar machen. Das ist etwas, was uns umtreibt. Und ich habe das ja schon angerissen, dass digitale Kommunikation immer individueller, personalisierter Kontext getrieben ist. Wenn man sagt, dass Print Teil des Digitalen wird, ist diese Herausforderung genauso auch von Print-Touchpoints leistbar sein müssen. Also wir müssen Print-Touchpoints zumindest in ihrer Struktur individuell und on-demand machen. Ich denke, da ist der Vortrag von Herrn Wossenjak von Vago auch ein super Beispiel, was das letztendlich bedeutet. Und digital heißt auch agil und schnell etwas umzusetzen und auch zu testen. Deswegen glaube ich, wird auch viel, wenn wir den Veränderungsprozess von Print-Touchpoints angehen,
wird auch eine elementare Frage sein, wie schnell können wir sowas umsetzen? Also wenn man da anschaut, es wird aufgenommen, aber trotzdem sage ich das mal, wenn man anguckt, wie lange ein PIM-Projekt dauert, und ich spreche da nicht von der technischen Implementierung, sondern ich meine auch die organisatorische Einführung, und bis die Daten alle gepflegt sind, haben wir Prozessdauern von 2, 3, 4 Jahren im Totalen. So ein PIM-System technisch eingeführt ist schnell gemacht, aber bis das dann in der Organisation umgesetzt ist, dauert es schon ein bisschen länger. Dann gibt es natürlich verschiedene Perspektiven. Eine technische ist, das machen wir in einem Jahr oder im halben Jahr, aber bis es in der Organisation vollständig umgesetzt ist und die Daten gepflegt sind, dauert es natürlich schon häufig erheblich länger. Und wir können uns, glaube ich, wenn wir Print neu erfinden und neu denken und solche Zyklen nicht mehr erlauben, sondern die Kunden sagen, komm, wir lassen das mal, wir probieren das aus. Genauso wie der Mensch, der gesagt hat, lasst uns die Kataloge abschaffen, wir müssen mehr in SEO investieren. Die Denke ist natürlich, und es ist eine digitale Denke, dass man sagt, komm, wir probieren mal was aus, wir messen es und wir bewerben den Erfolg und dann machen wir entweder weiter, lernen was daraus oder wir lassen es bleiben. Und das bedeutet sicherlich auch in Zukunft für viele von neuen Print-Touchpoints, dass man das einfach mal ausprobieren will, schnell, um dann zu lernen und daraus dann die Konsequenzen zu ziehen. Und ich habe schon angedeutet, Print wird natürlich ein Teil der digitalen Kommunikation. Print wird es natürlich weiterhin geben und Print wird sich auch verändern, aber es ist ein Teil des Digitalen und der Mindset muss sich drehen, ich sag mal von dem Gutenberg-Mindset zu einem digitalen Mindset. Was bedeutet das für uns als Hersteller der Print-Suite? Darüber machen wir uns natürlich Gedanken und denken darüber nach, durch diesen Veränderungsprozess von Print, und wenn ich von Print rede, spreche ich ja nicht vom Mediendevice Papier, sondern auch von digitalen Print wie PDF-Dokumente, das sind ja zwei verschiedene Paar Stiefel, wie die Zukunft von der Print-Suite aussieht. Für diejenigen, die das vielleicht nicht so gut kennen, die Print-Suite ist einerseits modular und wir haben unsere Rendering-Technologien im Print-Comet, das kann im InDesign Desktop sein, das kann im Illustrator Desktop sein, das kann im InDesign Server sein und wir haben den sogenannten PDF-Renderer, der auch ohne InDesign Server basierend Dokument erstellen kann. Das ist alles die Print-Comet-Familie, natürlich integriert in die Gesamt-Print-Suite und dieser Print-Comet, die alten Partner wissen, das funktioniert auch ohne die Print-Suite. Und die Print-Suite kann on-prem betrieben werden als auch in der Private Cloud. Dazu haben wir zwei Vorträge, einerseits von unserem Team, das die ganze Rendering-Technologie macht, Leo Quenzel, Paul Seidel und Christoph Sörgel. Und wir haben natürlich, ist vielleicht schon so ein bisschen durchgedrungen, heute stellen wir offiziell einen Pre-Release vor von der Print-Suite 4.2 mit vielen, vielen Neuerungen. Das übernimmt. Aber Frau Dr. Siegert wird Ihnen erklären, was die Nummer auf den, was das mit der Nummer auf der Tasse zu tun hat. Wir stellen uns natürlich die Frage, wie jeder Softwarehersteller wird man natürlich. Die Gretchenfrage jedes Softwareherstellers ist, wie hältst du es mit der Cloud? Eine Private Cloud ist ja letztendlich eine Installation auf einer bisherigen, auf der vorhandenen Architektur. Und die Frage haben wir uns auch gestellt. Und wir haben da verschiedene Antworten. Die erste Antwort ist, dass wir uns dagegen entschieden haben, vor mal 2, 2,5 Jahren, haben wir uns dagegen entschieden, einfach zu sagen, wir implementieren die Print-Suite neu auf einer Cloud-Architektur. Dagegen haben wir uns entschieden.
weil wir gesagt haben, das bringt keine Innovation, außer dass das halt dann technisch, ich sag mal, die Hostingkosten günstiger werden. Und wir haben uns deswegen, und das ist die zweite große Premiere, hey, ich habe keine Versionsnummer hingeschrieben, das ist gut so. Heute der offizielle Veröffentlichungsdatum der Print Cloud. Das ist eine Microservice-basierende reale Cloud-Anwendung, die bestimmte Services zur Verfügung stellt. Nicht das Spektrum der Print Suite, sondern kleine, schnell einzuführenden Services. Wir haben auch schon Kunden dafür, das freut uns sehr. Unter anderem bieten wir schon im Akineo-Umfeld einen Datenplatz-Service an, der mit 4 Tagen Konfiguration basierend auf Standard-Templates umgesetzt werden kann. Haben wir schon einige Kunden gewonnen, sehr, sehr erfolgreich. Und wie es mit Innovation ausgeht, wir haben den Print Comet, vor allem den PDF-Renderer, verwendet, also eine bestehende Technologie von uns, etwas optimiert, und dieselbe Technologie ist auch Bestandteil der Print Cloud. Wenn das von Interesse ist und so, was wir noch so vorhaben in den nächsten Jährchen, dann empfehle ich den Vortrag von Dietmar Feld und mir über die Print Roadmap. Da reden wir über die Roadmap. Darüber reden wir, wie wir überhaupt Innovation begreifen, wie wir das in Zukunft, wie wir damit in Zukunft umgehen. Wir, ein kurzer Überblick zur Print Suite Roadmap und ein größerer Überblick über die Print Cloud Roadmap, was Sie da die nächsten Jahre erwarten dürfen. Und für die Technikinteressierten gibt es nochmal einen Vortrag von unserem Cloud-Team, von einem Teil unseres Cloud-Teams über Technik und was so derzeit geht. Da kann man ein bisschen in die Motorhaube schauen. Wir haben die Print Cloud mehr oder weniger 2 Jahre entwickelt, ohne mit Kunden zu reden, sondern wir haben gesagt, komm, das machen wir, und dann bringen wir den ersten Service an den Markt, und jetzt ist es der Zeitpunkt, da ein bisschen auch den Vorhang zu lüften. Applaus